Das reichste Prozent besitzt heute mehr als die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung. Milliarden Menschen arbeiten hart. Für die Profite einiger weniger. Die Ursache dieser wachsenden globalen Ungerechtigkeit hat einen Namen: Kapitalismus. Der Kapitalismus zerstört Sozialsysteme und stürzt die Welt in Krisen. Er erzeugt Kriege und zwingt Millionen Menschen zur Flucht. Und er vernichtet die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten. Doch der Widerstand wächst weltweit. Menschen protestieren, demonstrieren und streiken. Sie beginnen sich zu organisieren und suchen nach Alternativen. Auch in Deutschland gehen die Menschen auf die Straße. Gegen hohe Mieten, Pflegenotstand, Rassismus und Unterdrückung. Wir wollen diese Proteste zusammenbringen. Auf den Sozialismustagen 2019 diskutieren wir gemeinsam, wie unsere Alternative zum Kapitalismus aussieht. In 30 Workshops mit mehr als 50 Rednern und Rednerinnen. Darunter Bernd Rexinger, Luzi Redler, Özlem Demirel, Volker Lösch, André Holm und viele andere. Alle Infos unter www.sozialismustage.de.